Schauen wir mal. Horus Kant. Back in the Hood. Ich habe neue Informationen. Halt die Fresse. So, 100, das Erwachen der Magd. 74%, gar nicht so wenig tatsächlich. Ja, oh cool, Herausforderungen haben wir in 2 Leveln schon alle. Das ist was sehr Tolles. So, nein. Ich sagte nein, geh weg. So, dann gucke ich nach der Lösung, die ich erneut nicht geschafft habe abzuspeichern. Erste Geschäftsordnung. Ach. Du willst die Schnauze, kein Sound und gib mir direkt die ganze Playlist. Perfekt. So, Herausforderungs. Gehen wir erstmal rein. Als Spiel natürlich. Jo. Morgen früh verschwindest du. Ja, weiter. So, wir sind da. Kannst du einen TIE-Jäger fliegen? Haben kurz Ruhe. Gut, dann auf zum Hangar. Herausforderungen. Wir haben die Schleichmission. Entdecke die unterirdische Rude in den Hangar. Rude in den Hangar. Die Feinde mit Hilfe von Gefahren im Hangar. Alles klar. Und aktiviere die Disco. Alles klar. Gerade gucken. Welche Gegenstände zerstört. Und haben wir direkt was. Wenn es raten, hier komme ich nicht durch. Nein. Ich bin nur fürs Schießen. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Fahrzeughangar. Hier ist dicht. Obwohl, hier können wir jemand wahrscheinlich mit dem 2. Ja, da Droiden werden noch nicht angegriffen, oder? Meine ich. Echt. Von 5. Da werde ich wahrscheinlich dann IPO brauchen. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Das wird dann doch wahrscheinlich Fahrzeughanger sein, oder? Ui. Das hier war aber nicht töte irgendwen mit Gefahren im Hangar, oder? Eigentlich ist das da eine Gefahr im Hangar. Könnte. Nur so theoretisch. Das hat ja grandios funktioniert.
versuch's doch einfach nochmal. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Aufpanneteig. Okay, irgendwie ist das Ganze hier ein bisschen useless. Hier brauche ich R2 für, das lässt sich aber arrangieren. Das war äußerst unangenehm. Vielen Dank schön. Ach, ich suche den Hangar. Ich bin noch gar nicht im Hangar. Okay. Also ich kann so gesehen hier erst die Disco aktivieren. Disco. Achso. Das sieht sehr hangarig aus. Jetzt muss ich irgendwem wieder mal was Explosives an den Schädel schmeißen, wahrscheinlich. Und auch hier man einfach mit etwas gegen den Schädel schmeißen. Aber das sieht aus, das ist doch explosiv. Das funktioniert? Nicht? Schade. Was ist denn eine Gefahr im Hangar? Wir haben einen Sniper. Ja, sie. Schon gesagt, dass was Explosives eine Gefahr im Hangar ist. Wahrscheinlich ist es einfach nur wieder eine beschissene Übersetzung. Oh, Teddybären. Okay, kümmern wir uns da nachher. Wir müssen doch eh noch die Dingsbums finden, die Disco. Darum geht es dann nur in Richtung TIE-Jäger wahrscheinlich. Komme ich echt nicht wieder zurück? Das ist ein bisschen belastotastisch. Scheint die Leute ja relativ wenig zu interessieren. Also wirklich interessiert ist das Ganze nicht. Ich bin viel eher auf den Sack. Halt echt anscheinend nicht mehr zurück.
Gut, einmal Level neu starten, würde ich sagen, oder? Oder gibt es irgendwo eine Option? Alter, kann der Alarm bitte wieder ausgehen? Es kümmert sich kein Schwein um diesen Alarm. Danke. Ah, das war anscheinend die Gefahr im Hangar. Okay, cool. Aber jetzt besteht trotzdem die Frage, wie ich zurückkomme. War wahrscheinlich gar nicht. Also Level neu starten. Ich muss nochmal zurück. Hier scheint ja auch einfach eine Sackgasse zu sein oder so. Da komme ich auch nicht zurück. Warte, aber das gibt den unterirdischen Weg anscheinend noch. Ah, lol, der ist hier. Aktiviere schnell ist die Frage. Wahrscheinlich von hier oben gar nicht. Oh Scheiße, falscher Char. Weißt du, warte, ich starte das Level einfach neu und dann brauchen wir hier nicht so lange rumgurken. Ja. Komm weiter. Habe ich da irgendwo keinen Bock mehr drauf, um 11:30. Morgen früh verschwindest du. Kannst du einen Teiljäger fliegen? Ich. Bevor wir jetzt weitergehen, kümmern wir uns erstmal um das Zeug hier. Hey, 2187. Wenn du mit diesem attraktiven Gefangenen fertig bist, gehen wir einen Kaffee trinken. Ein Kaffee, ja? 187, hast einen Gefangenen, wie? Ha, schön für dich. Ober darf ich ja sein. Sag nicht, dass das jetzt schon wieder zu ist hinter mir. Wenn da jetzt diese rote Strahlenwand ist, dann werde ich nicht komplett ausrasten, sondern das Level einfach nochmal still und heimlich neu starten. Haben wir Zeit! Haben wir Zeit! Ah. Alle Zeit der Welt. Gar nicht nervig? Nein, Quatsch, ist nicht nervig. Hey, wir sind schon wieder hier. Sollte aufhören, irgendwo hinzurennen. Hey, 2187. Wenn du mit diesem attraktiven Gefangenen fertig bist, gehen wir eine Etage nach oben.
Hey, 2187. Schön, dich zu sehen. Okay, ich hab's kapiert. Lass mich mal ran. Okay, wir suchen die Treppe nach oben. Darf ich hier hin? Immer erstmal gucken, ob ich hier hin darf. Oh. Bring den Gefangenen zu den Zellen. Los, Bewegung. Sequenz ist grundsätzlich was Schlechtes. Dann kann ich was bauen. Ups. Das ist ein Schießstand, okay. Ja, ich muss nur mal kurz hier durch, Jungs. Aber wenn ich jetzt auf Reh wechsle. Wollen wir die vorher erstmal abschlachten. Guck mal, er hat die Keycard. Jetzt nicht mehr. Geht's darüber in Richtung Hangar? Ja, da wollen wir nicht hin, wenn es da in Richtung Hangar geht. Da kann ich jetzt so, weil ich da noch weiterbauen kann. Na, du hättest was sagen sollen. Ich hätte was anderes angezogen. Na, das ist gut so. Partnerlook. Die sind kein Problem. Ah, ich hab die Disco aktiviert, nice. Hallo, optimales Ziel bitte. Herausforderung, bitte abschließen. Da muss ich noch einen hinschicken und den tanzen lassen. Ich finde, ich hab's geschafft. Da fehlt hier noch irgendwas. Und hier glitzert halt immer noch irgendwas, ne? Oder gibt es hier vielleicht noch mehr Party, was ich hiermit aktivieren kann? Das kann natürlich sein. Ah, hier gibt es noch mehr Party. Da gibt es noch. Das ist gerade nicht mit zur Party. Nee, das hilft mir nicht. Kommen die jetzt her, oder? Ich verstehe dieses Alarm-Feature noch nicht. Das ist halt irgendwie noch useless.
zurück. Du sagst es. Wie viel Sand die in die Quartiere gestellt haben, geht auf keine Bantahaut. Da drin sieht es aus wie auf Tatooine. Danke. Sie hätten sich wenigstens die Stiefel abputzen oder den Sand aus der Rüstung schütteln können, bevor sie an Bord kommen. Wie komme ich jetzt eine Etage nach oben? Wow, Vorsicht! Ein aggressiver Ball! Hey, aufhören! Hör auf, mich abzulenken! Achso. Warte mal, kann ich da nicht einfach Info benutzen? Doch, klar. Ah, mach auf die Bude. Und eine Etage nach oben. Sicherungen? Ja, geh aus. Nein, du sollst ausgehen. Letzte. Wo ist sie? Ah. Und du? Mach eine Tür wieder auf, okay. Eine Tür, die uns Richtung Hangar bringt, oder eine Tür, die uns zu etwas Ordentlichem bringt? Nicht so wirklich, weder noch. Wenn ich das Level, wenn ich doch, ich habe doch mittlerweile, ich habe nicht gelernt. Das Level einfach nach Komplettlösung spielen. Nicht hier rumgurken. Das macht doch keinen Sinn, hier rumzugurken. Also bitte. Ja, haben wir schon. Das geht nur in der Story? Okay, die Disco-Mission geht warum auch immer nur in der Story? Anscheinend. Morgen früh verschwindest du. Ich hab nie so oft ein Spiel neu gestartet. Ich kann alles fliegen. Gut, dann auf zum Hangar. Geschichte. Ja, weiter. Weiter, 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 weiter. Das ist kein Schwein. Wir haben eh nichts Neues freigeschaltet. Morgen verschwindest du. Kannst du einen TIE-Jäger fliegen? Ich kann alles fliegen. Gut, dann auf zum Hangar. Hey, 2187. Wenn du mit diesem attraktiv. Der Hangar ist hinter diesen Türen. Yep. Bring den Gefangenen zu den Zellen. Los, Bewegung. Wie sollen wir an den Wachen vorbeikommen? Ich lass mir was einfallen. Siehst du den Offizier, der durch die Tür links geht? Ich schätze, dort finden wir vielleicht...
Anscheinend kann ich hier jetzt einfach hier dran, ohne dass mich irgendwer dabei, ohne dass mir irgendwer dabei für die Nerven geht. Und Party. Die erste Ordnung rockt! Ey. Tanzparty! Woo! Boogie! Beispiel, juhu! Weiter! Und nochmal überspringen. Kannst du einen Teiljäger fliegen? Jetzt ist nur die Frage, wie ich zum letzten komme. Wir brauchen nur noch ein Dingsbums, ne? Wir müssen halt die Dinger noch kaputt machen. Ich weiß halt nicht, wie ich die Etage nach oben komme. Hey, 2187. Wenn du mit diesem attraktiven Gefangenen fertig bist, geh mir einen Kaffee. Dann brauche ich gar nicht. Der Hangar ist hinter diesen Türen. Dann nochmal Sequenz, bla 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 bla. Ich will nicht in den Hangar immer noch. Ah, hier sind wir jetzt wieder hier. Von 5 hängt ein Hangar, das hatten wir. Einfach nur eine Etage nach oben kommen. Einfach nur irgendwo eine Treppe finden. Okay, ich hab's kapiert. Merke fürs nächste Mal, ich hab dafür keine Nerven mehr, echt. Nicht um die Uhrzeit. Nee, da komm ich schon nur wieder ins normale Scheißding hin. Hier geht's doch theoretisch an genau der richtigen Stelle in der Etage nach oben. Das ist leicht. Weiß es doch. What the fuck? Was war denn gerade eben so schwer da dran? Das war alles. Was war denn gerade eben so dermaßen schwer daran? Das ist einfach zu spät. Hier haben wir eine Herausforderung schon. Das ist was Schönes. Eine Herausforderung ist gut, weil dann brauche ich nicht viel anders machen, als einfach nur durchs Level zu rennen. Ah, Mikromodell, nice. Und weiter. Bleib unten, das bringt ihre Ordnung durcheinander. Unten bleiben. Alles klar. Eine Karte verfügbar. Dann muss ich gerade gucken, wo ich hier das letzte. Also Zeile nicht. Ich bin hier nur am Fliegen im Level. Ich muss mal drauf gucken, dass ich Minikits sehe. Ich muss Teiljäger abballern, alles klar.
Position, dann schieße ich alle ab. Das Schiff geht richtig ab. Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme. Und ich hoffe mal, dass das Spiel mir anzeigt, sobald ich hier Minikits übersehe. Ist ja gerade einfach von allein abgestürzt. Oder waren das nur Trümmerteile, die runtergefallen sind? Wo ist er denn? Wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Habt ihr das Fliegen beigebracht? Niemand! Ich bin nur kleinere Schiffe geflogen. Habt ihr den Planeten verlassen? Das nenne ich Fliegen! Du musst sie abschütteln! Geht klar. Wofür? Wir fliegen in diesen abgestürzten Sternzerstörer rein, stimmt's? Klar. Keine Sorge. Ich hab da drin schon oft was gesammelt. Mit diesen Geschützen können wir den Motor nicht anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal. Diese Teils könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Mal ran, Jolga. Die Teilpiloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Mal gucken. Vielleicht irgendwo hier drin ist der letzte. Ein Minikit. Wieder extra langsam. Was sehe. Wahrscheinlich wieder so lange wie möglich durchfliegen. Ja, toll, wollte ich nicht. Das war das Ende vom Level, oder? Jupp. Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Dieses Level war auch gefühlt nur 2 Sekunden lang. Alter, 2 Level und ich bin schon wieder getriggert bis Mappen. Keine Ahnung, wo ich in dem Level Medikits finden soll. Medikits ist nicht richtig. Ich muss irgendwo eins finden, das nicht markiert ist.
Ah ja, natürlich. Na klar. Na klar. Na klar. Wie kommt man auf sowas? Wir müssen, nachdem wir die ersten drei Wellen weggemacht haben, müssen wir, bevor wir den kaputt schießen, den Antrieb, also da, wo wir in den Challenger reinfliegen, bevor wir den kaputt schießen, müssen wir fünf Teiljäger kaputt machen. Dann kriegen wir Medikit, natürlich, klar. So funktioniert das. Heißt, ich darf jetzt nochmal 500 von denen abknallen. Alles klar. Hast du es geschafft? Hey, bring mich in Position, dann schieße ich alle ab. Guter Schuss. Nächste Welle. Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme. Alter, die nächsten. So langsam habe ich den Dreh raus. Mehr, schneller. Ich kann nicht glauben, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Doch, ist aber so halt die Schnauze, du Disney-Produkt. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Sie werden uns orten. Bleib unten. Was sollen uns orten? Sollen sie alle kommen? Wir das Fliegen beigebracht. Niemals. Bin nur kleinere Schiffe geflogen. Hab nie den Planeten verlassen. Das nenne ich Fliegen. Okay, so. Bevor wir da jetzt reinfliegen, müssen wir erst Sternzerstörer kaputt. Sternzerstörer. High Fighter kaputt machen. Keine Sorge! Ich hab da drin schon oft Schrott gesammelt! Mit diesen Geschützen können wir den Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal, diese Teils könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Danke. Heißt, wir sind fertig mit dem Level. Jo. Ne, Quatsch. Falsche Episode. Hoppla. Bin gerade überfordert. Dahin. Jo, fertig mit dem Level. Rein ins nächste. Oder noch? Ja, eine Herausforderung. Bin ich froh, wenn wir damit durch sind. Ende der Woche. Jäger der ersten Ordnung in Mini. Jo. Das war ein Fehler. Ein riesiger. Ja, es ist. So, Herausforderungen. Haben alles außer das zweite. Zack. Besiege den Ratter, der dir den Weg blockiert, statt ihn zu. Du bist in dem Moment, wo der Ratar. Easy game. Gar kein Problem. Das kann ich leider nicht. Ah. Okay, ich hab's kapiert. Lass mich mal ran. Haben wir gerade noch einen Ratar freigelassen? Vielleicht. Drei oder vier Ratare ist auch egal, oder?
Bewegung, Zulu. Der Droide gehört uns. Schmeckt. Na los. Da muss ich mir auch gerade ein bisschen umgucken. Wir müssen einen Weg zurück zum Falken finden, auf dem wir idealerweise nicht aufgefressen werden. Ja. Nicht hoch, okay, aber noch was zum Aufbocken. Hinten, jo. Einmal hergekommst. Da ist natürlich zu, klar, heißt der Weg ist useless. Warum auch immer ich dann hier oben rum kann, theoretisch. Ah, Mann. Von da hier. Spinnen sind erstmal. Dankeschön. Jetzt könnte aber einen anderen Ratar, den wir gleich töten müssen, statt dem zu rennen. Auch gerade absolut 60 FPS, die wir hier sehen, nicht. Ist die Tür da oben jetzt offen auf magische Art und Weise? Oder ist dieser Durchgang immer noch useless? Ist immer noch useless. Sehr schön. Noch mal ein bisschen hier oben. Weil wir das Level auch wieder mehrfach spielen müssen, weil ich halt... Ja, ich will halt nicht 100% nach Komplettlösung spielen. Ich finde das halt grottenlangweilig. Aber du musst es halt machen, weil sonst kommst du halt niemals dahin, wo du hin willst. Jetzt bin ich schon mal in die Etage nach oben, da ist schon mal nichts Schlechtes. Verschlossene Tür, ey, ich krieg... Ich träume heute Nacht von verschlossenen Türen, echt, ey. Junge, 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 Junge. So bist du zu, sei doch einfach auf, Tür. Ja, genau, Digga. Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen. Viel Spaß, Bruder. So. Zum Auge.
Machen wir Kommando zurück. Hinten. Weil hierdurch ist nicht mehr. Ne, hierdurch ist nicht mehr. Auch nichts mehr. Hier ist auch. Lol, ich sehe ja jetzt, dass es dann. Dings besonders. Oh, ein Tauntaun! Warum existierst du? Wieso existiert hier ein Durchgang? Aber das ist auch nicht auf der Höhe hier tatsächlich, das Minikit. Machen wir mal gerade erstmal weiter. Gerade wie genau ich hier durchkommen soll. Wird das gescheppert? Aua! Da war ich schon dran. Mit BB-8. Decken kann ich hier dann nehmen, ja klar. Den Schutz kann ich aber nicht umlegen, okay. Gucken wir nochmal, ob wir nochmal mit den beiden machen können. Die habe ich nämlich währenddessen komplett vergessen. Ja, Finn bleibt unten, okay. Ach guck mal, weil hier kommen wir hin drüber. Ja, alles klar. Ja, Ratar entspannt sich da. Ah, guck mal, hier sind wir doch. Hier wollte ich hin. Da, 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 da. 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 Perfekt. Und dann nehme ich das. Macht es Sinn, da runter zu gehen? Theoretisch? Sein hier unten. Beschrei es nicht. Fliege, Dinger. Hier geht's weiter Richtung Quest. Will ich hier lang? Ich meine, ja, ich will hier lang. Ein Kraftfeld. Sieh mal die Kabel. Die Energieversorgung ist über uns. Achso, lol. Okay. Wo krieg ich hier eine Hilfestellung? Aua. Hey, Gorschen, was ist denn mit dir? Erstmal die Mikrowelle nicht zerstören, selbstverständlich. Guck mal, warte mal. Ja, machen wir wichtiger als Wampratten angreifen hier. Jetzt können wir die Wampratte verprügeln. Ja, nein, das wollte ich nicht. Die sind immer noch useless, auch wenn die ganze Zeit rumblinken. Ah, lol. Hat mir das geholfen? Noch nicht allzu sehr, weil die Tür immer noch zu ist. Ah, die Tür ist natürlich jetzt auf magischerweise offen, natürlich. So, kommen die anderen denn jetzt über mir hier in dem Raum an der Lösung für mein kleines Problemchen da unten?
den hier mal irgendwie aktivieren. Was der Schalter da unten bringt. Irgendwie nix. Hat hier was verändert? Auch nicht so wirklich. Ah, das bringt, das hilft mir aber immer noch nicht bei meinem Problem weiter. Weil ich kein Passwort hierfür finde. Ich habe wieder übertrieben viele Möglichkeiten. Die Lösung muss da irgendwo hier sein, oder? Dafür bin ich nicht gut genug bezahlt. Sieht ja schon wieder, kommt, dass ich schon wieder zu weit gespielt habe, dann schon wieder Sequenz kommt und das Level zu Ende ist. Ich glaube, ich habe schon viel zu weit gespielt, weil ich schon wieder viel zu weit gerannt bin, um das eine Minikit noch zu sammeln. Dann geht nur die Tür auf und das will ich nicht. Nein, das will ich. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Binsen? Okay, der hat eben noch nicht getriggert. Oh, ich war auch nicht mit Chewie unterwegs, glaube ich, ne? Stopp! Achso, lol. Da kriege ich die immerhin schon mal. Hallo? Hallo? Ah, lol. Okay. Lol, danke. Aber da hinten ist auch die Tür zu, ne? Bringt mir auch nicht viel. Was genau der Schalter da gebracht hat, weiß auch keiner, ne? Hat aber gar nichts gebracht. Du kriegst den einfachsten Doppelsprung nicht hin, du Keck. Hier läuft das sehr langsam, kann das sein? Für dich ist das ein Kinderspiel, oder? Dann mach mal die Tür auf, Bro. Das ist nämlich nicht so einfach hin. Soll aber aufgehen normalerweise. Noch mal zu den unten. Ja, okay, komm, ich eier jetzt hier 3 Jahre schon rum. Da habe ich auch irgendwann halt keinen Bock mehr drauf, ne? Bin ich ehrlich. Zurück zu dem Ding, wo die Ratare waren. Oder wo der Ratar war. Ich weiß nicht mehr genau, wo der war, aber der war auf jeden Fall mit Finn und Disney-Produkt. Nicht hier lang? Sag nicht, ich bin schon wieder zu weit gerannt.
Da oben ist doch eins. Müsste ich jetzt nur irgendwie drankommen. Ah ja, aber die Tür ist natürlich zu, klar. Da backt es ein bisschen da unten. Das Spiel triggert mich nur ein bisschen. Ich starte es, glaube ich, einfach nochmal neu. Ich starte das Level einfach nochmal neu, weil das ist mir auch dann irgendwann zu doof, ne? Hier drauf rumzugurken. Wir spielen einfach komplett nach Komplettlösung. Das macht ja keinen Sinn. Macht weder Sinn noch Spaß gerade. Also, ich weiß ja nicht. Ich mache wieder so 2 Minuten in der Komplettlösung gucken, 2 Minuten spielen. Das macht ja keinen Sinn anders. Also, das ist ja absolut... Wir hätten schon 5-mal fertig sein können. Oh, es ist ja... Es ist Schwachsinn. Es ist einfach nur Spaß. Herausforderung 1 interessiert mich nicht. Dahin. Herausforderung 2. Wir müssen tatsächlich bis genau dahin spielen, wo wir gerade eben standen. Alter, ich habe heute das Glück, aber auch nicht mit Löffeln gefressen, ne? Mit Silberlöffeln gefressen. Also heute läuft nicht. Überhaupt nicht. Haben wir gerade noch einen Radar freigelassen? Ob 3 oder 4 Radare ist auch egal, oder? Einmal Switch. Der Droide gehört uns. Ja, entspannt euch. Na los. Wir treffen sie dort. Speedrun heute. Wir müssen einen Weg zurück zum Falken finden, auf den wir idealerweise nicht aufgefressen werden. Das sieht besser aus. Die Türen sind versperrt, bis wir diesen Radar erledigt haben. Irgendwo in diesen Kisten müsste was gegen Radare sein, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ach ja, schon zum Aufzug rüber, den ich noch aktivieren muss, selbstverständlich. Ja, das war auch so klar. So, einmal anschmeißen. Hallo? Achso. Hoppla. Finn, sieh mal! Wir finden was hoch, um den Ratter aus dem Weg zu räumen. Hört von Fiki. Back. Haben wir wieder die 60 FPS, die nicht ansatzweise wie 60 FPS aussehen. Wir gehen zum Falken. Schlagt euch irgendwie zu ihm durch. Aber wir wissen nicht, wo wir sind. Ihr schafft das. So, das hatten wir auch gemacht. Also... Bevor ich jetzt wieder irgendwie zu weit renne, auch nur ansatzweise zu weit renne. Ich mit BB-8 bis in die große Halle.
Da wären wir in der großen Halle. Dann einmal switchen. So, gehen wir mit den anderen hinterher. Genau, den Ratar, den killen wir jetzt. Nicht mit dem Gleiter, das könnte schwierig werden. Das wird sich noch zeigen. Perfekto, Monorat. Ja, was weiß ich. So, weil jetzt müssen wir einmal hier rüber, weil dann haben wir dahinter nämlich noch eine Wand, die ich halt übersehen hatte. So komme nämlich da dran. Nicht jetzt. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakku. Die Macht wird mich. Nein, nein, nicht runterfallen. Ich spüre die Macht hier. Einmal am besten mit dem Gleiter. Ich kann auf mich aufpassen. Ach, sehr schön. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. So, viel weiter. Nicht anfangen wieder alleine zu spielen, im Video jetzt gucken. Kennen wir, das Minikit kennen wir. Er braucht auch ein paar Anläufe dafür. Ja klar, den Geschützturm, den kennen wir. Ah, Junge. Ah. Gott, ist das schlecht. Hallo? Wo bist du, Alter? Einfach zurück zur Reh. Ich kann selber gucken, wie er hinterher kommt. Ich bin dann auch ganz einfach eine Pfeife, ist einfach so. Ruhe. Moment, aber das hier war doch hier unten, oder nicht? Aussteigen. Ja, doch. Ja. Ne? Grün, lila, gelb. Was ist das Ding? Wie gesagt, ist zu spät für sowas eigentlich. Sehr schön. Eine hochverdiente Belohnung. Fertig. Nächstes Level.
Noch ein Level, wo ich zum Glück alle Herausforderungen schon habe. Das macht grundsätzlich schon mal ein bisschen entspannter. Wir hier bekommen. Achso, das ist der Riesenfrachter, ne? Nur halt im Mikro. Okay, okay, nächstes Level. Eindringlinge! Rebellen sind in die Basis eingedrungen. Nein, wir sind Freunde. Sonst komme ich persönlich runter und das wollt ihr nicht. Verstanden. Beginne sofort. Erstmal begehen wir natürlich wieder den Fehler, dass wir uns umschauen. Erstmal begehen wir natürlich den Fehler, dass wir uns an einer umschauen. Ein wäre ja auch zu einfach. Die Tür ist zu. Hey, den Typen kenne ich. Kann ich da theoretisch hinhocken da oben? Oh, bleib mal da hängen. Haben wir irgendwen. Tastenräuber vielleicht, die könnten vielleicht nicht angegriffen werden. Köpfe einziehen! Hallo, ich will den tauschen. Ist das ein Rookie? Er muss nur gerade zwei Netze werfen. Perfekt, danke, den Rest noch nicht. Danke. Oh Jungs, ich renne mal kurz hier durch. Wir suchen noch einen? Wahrscheinlich, wie sieht's so aus? Ach, brauche ich Sicherung, okay. Habe ich die gerade ausgesperrt? Wird das nicht gehen, Sir? War das eben ein Wortspiel? Ich sollte ihn mal nochmal durchswitchen, dass er nicht so hart auf die Schnauze bekommt am laufenden Band. Oh, besser. Hey. Hey, ich brauche eine Sicherung. Ich kann jetzt mich an das Ding hier hinten ran. Ah, das ist easy. Schön. Eine Etage nach oben was? Nicht so wirklich, ne? Orientierung. Wo muss ich hin? Warum? Schieße ich die Tür nochmal komplett auf. Damit auch Mr. Skywalker hier durchkommt.
Achso, lol. Das ist eine Müllpresse. Wo ich hier oben wieder raus bin, machen wir lieber so. Sehr schön. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt. Das mache ich umsonst. Brauche ich nur einen Weg hier rein finden. Sehe ich das richtig, dass ich da nur rankomme, wenn ich Phasma bin? Das ist ja jetzt eher weniger ein Problem, Phasma zu sein. Nee, nee, leider, leider nicht. Natürlich kann ich das. Ich frage mich halt gerade so ein bisschen, wo die Sicherung ist. Einmal durchswitchen auf Chewie, damit ich einmal den Spinnensinn machen kann. Nein, Spinnensinn, Chewie. Oh, der. Guck, ob es das bringt. Was genau es bringt. Nix. Gut. Anneke muss ich mal gerade durchfetzen. Bin ich hier nichts, womit ich mich irgendwie hochbauen kann oder so? Noch irgendwas? Schwer die Barriere. Das jetzt nur noch mehr Barriere geben. Aber das ist ja gar nicht gebracht. Das trage ich nicht bis mit nach da hinten. Nee. Mach das Level jetzt erstmal weiter. Hier halt keine Sicherung. Ist halt so. Doch vielleicht kann es knacken. Aber schon. Okay, lol. Wieder mit dem Widerstand.
Junge, Junge, Junge. Negativ, kann nicht helfen. Überlassen Sie schon. Capitano. Oh, Malma. Ja, gib mir jetzt verschissene Sicherung und dann erledigt. Na los, zeigt euch, ihr Feiglinge. Samt Putzwagen. Lol, ich glaube, hier wollte ich gar nicht hin. Ich dachte, hier geht's tatsächlich woanders hin. Ich dachte, damit komme ich da rein. Och man. Das muss wieder on the road, alles klar. Was gibt es noch für eine Option, da ranzukommen? Das ist noch eine Doppeltür, ne? Hätte man auch probieren. Nicht das, was ich wollte eigentlich. Ich will nur in diesen scheiß Raum rein. Achso. Mit dir in die Mitte. Dann nach links abbiegen. Rennst du jetzt hin, Fassmann? Bitte bieg links ab. Hallo? Da kann ich das bauen. Ah, komm, wir brauchen wieder L2 zur Rettung. Mensch, ja, wenn es nur das ist. Oh.
Ja, ja, endlich, danke. Fertig? Fertig. Letztes Level. Das ist definitiv zu spät, ey. Akila-Basis sind. Das sieht ganz anders aus, aber auch Kopf hoch. Oh lol, okay, da muss ich jetzt mal checken. Erste Herausforderung. Entdecke die Ray von der Starkiller-Basis. Weg die Scharfschützenmütze auszuschalten, sperre die Stuck. Da kommen drei feindliche Ziege gescheut und geschossen. Wandle Kylo in einen Schneemann. Schieße fünf Schneetruppe die Helme. Da muss ich nur rechtzeitig tummeln oder was? Da kann ich. In den Generator rein. Wir müssen erst ihre Verteidigung schwächen. Rote Staffel, blaue Staffel, los geht's! Das muss ich machen. Ja, komm, schieß mich der nächste an. Hi, hat das gezählt? Oder meinte damit die? Ich tumble einfach, was das Zeug hält. Hallo, will mich nochmal wieder anschießen? Oder eher weniger. Ah, guck mal, na endlich. So, jetzt muss mal gucken, ob wir hier irgendwo ein. Ne, ich guck mal gerade, ob wir hier mit dem Level überhaupt ein Minikit ist. Minikit 1 von 5, ne, kommt gleich erst im Graben. Den Dingern an der das sind irgendwie zwei jetzt auf einmal, aber ich habe ja auch schon 4 von 5. Da kann es sein, dass ich das auch schon habe. Das geht hart, aber jetzt nehme ich an die Battlefront-Zeiten. Jetzt müssen wir mal gucken, was uns hier noch fehlt. Dann werden wir das jetzt ein paar Mal spielen müssen.
War das gerade da, das Minikit? Oh, hier sollte dann, wenn dann noch eins kommen. Ich sehe keins. Ne, okay, da kommt das wohl noch. Werde ich die wohl gehabt haben. Okay, Kaido Geilo. Helme vom Kopf. Verwandte keine Sch- ja, schieße 5 Schneetruppen. Hallo fighten und die erste Instanz. Schwert. Es gehört mir. Waffen. Na komm, hol's dir! Niemand mit dem Weg schnell! Wenn nicht mal zum Lichtschwertwurf kann, was einfach findet und der Wack ist. Mit dir und deinem Elend erlösen. Du hast dieses Lichtschwert nicht verdient. Gib es mir. Er will, dass wir ihm folgen. Es ist wahrscheinlich eine Falle, aber wir müssen ihm nach. It's a trap. Jetzt muss ich Sturmtruppler finden. Das ist deine Spur. Er ist da lang gegangen. Ach, okay. Ich kann nicht leben, dass das da drüben. Ah, nicht ganz. Jetzt aber 4. Natürlich fehlt mir noch einer. Ne, das ist Kaido Geilo, der da oben steht, lol. Schutzsammlerin und ein Verräter. Armselig. Planet bricht auseinander. Wir können ihn nicht davonkommen lassen. Mal Sturmtruppler? Okay. Okay, dann müssen wir auf den letzten noch warten. Und doch nur 4 Sturmtruppler. Absolut richtig, da waren nur 4. Fehlt noch ein. Jetzt nebenbei einen Schneemann bauen muss, während wir Kaido fighten. The fuck? Ich muss den Schneemann bauen und den gegen ihn werfen. Ich mach das Ganze mal mit irgendwas anderem. Kämpf mal gegen deinen Onkel. Ja.
Oh, wo finde ich jetzt die Schneemannteile? Ich sehe halt schon wieder nichts. Soll ich die kaputt machen und dann bauen, oder? Oh, ich sehe ein Minikit da hinten, lol. Ich weiß nicht, wo ich die Teile. Das triggert auch so hart, dass ich nicht in diesem. Dass ich nicht aus diesem verschissenen Modus rauskomme, ey. Mach einfach alles kaputt, was ich finde. Außer Kylo am besten, weil den brauche ich noch. Aber auch durch dieses ständige Kamera-Geswitche, was gar nicht abfuckend ist. Video. Ich gucke mir jetzt von Anfang an dieses scheiß Video durch, wie das geht. Weil das ist mir zu blöd. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist zu spät, echt. Ja, ich darf alles kaputt machen. Alles kaputt machen, bis man irgendwo irgendwas bauen kann, alles klar. Auch die Bäume, by the way. Ich will das da echt kaputt machen. Links ist noch was. Da ist noch ein Baum. Jetzt muss ich den auf ihn schmeißen, oder? Ah, das funktioniert super. Aber er ist 2 von 3, ne? Ja klar, weil die andere fehlt natürlich. Weil bei der anderen muss ich ja noch eine abschießen. Und da kommt dann auch wieder jetzt gleich noch, nachdem ich Kylo besiegt hatte, kommt dann noch wer. Dem ich den Helm runterballern kann, okay. Und haben eine Zurückverwandlung, was, ne? Leute, bitte. Finn! Das war nicht gut! Hä? Steht irgendwie nicht richtig. Sollte die nicht nebeneinander stehen? Oh. Also nicht nebeneinander stehen, sondern. Gegenüber, eigentlich?
Das weiß ich. Wieso bin ich auf einmal Bail Organa? Und der keine Waffe hat, ne? Oh, jetzt haben wir das auch. Sehr schön. Textspiel aber. Er hat zwei als Kellner. So, jetzt habe ich eigentlich mal Ruhe, um mich hier hochzubauen, ey. Fertig. Reicht. Da sind wir auch durch mit dem Level, wa? Perfekt. Da waren es nur noch zwei, ey, Gott sei Dank. Da waren es nur noch zwei. Ich krieg leider keine Endposition mehr.